Ich kenne viele Videoleute, die mit der Tonbearbeitung etliche Schwierigkeiten haben. Da kommt jedes automatisierte Tool gerade recht. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sehen wir uns das neue Dacker Track Effects Plugin an. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Wir befinden uns auf der Edit-Page von DaVinci Resolve Studio Version 19 Public Beta. Was ist eigentlich Ducking? Beim Ducking wird eine Spur benutzt, um die Lautstärke einer anderen Spur automatisch zu steuern. Zum Beispiel steuert eine Sprachspur die Lautstärke eines Musikbeds. Man spricht dabei auch gerne vom sogenannten Sidechaining. Ducking war schon länger in Resolve verfügbar, aber nur in der Fairlight-Page und für Audioline relativ umständlich. Mit der Public Beta von Resolve 19 wurde jetzt ein neues Plugin vorgestellt, das wir uns jetzt ansehen. Der Haupteinsatz von Ducking ist der Dialogmix. Wenn der Effekt korrekt eingestellt ist, ermöglicht er eine automatische Tonmischung. Natürlich kann man Ducking aber auch in der kreativen Musikmischung einsetzen. Zum Beispiel könnte eine Bassdrum automatisch Keyboard-Pads punktuell leiser machen. Wichtig, der Ducker arbeitet ausschließlich mit Veränderung der Lautstärke, also ohne den Einsatz eines Kompressors oder Limiters. Wer mag, kann diese Effekte natürlich zusätzlich einsetzen. Der Ducker von Resolve funktioniert in der Fairlight und der Edit-Page. Wir sehen uns das Ganze heute in der Edit-Page an. Es handelt sich um einen Track-Effekt. Das heißt, wir finden ihn nur, wenn wir den Inspektor geöffnet haben und auf eine Spur klicken. Wir wählen die Spur aus, die wir beeinflussen wollen, in dem Fall die Musik. Wir klicken hier rein und dann taucht im Inspektor schon automatisch der Ducker-Effekt auf. Bevor wir diesen Effekt jetzt anwenden, hören wir mal kurz in das Beispiel rein. Ich habe hier eine Spur mit meiner Moderation und eine Spur mit der Sprache. Ich bin großer Fan der Leica SL-Serie und auch von... Und wenn ich das Ganze jetzt ungemischt abspiele, ist es natürlich Chaos, macht gar keinen Sinn. Der klassische Weg bisher war zum Beispiel hier Keyframes zu setzen und die rauf und runter zu animieren. Mit dem Ducker-Effekt geht es jetzt vollautomatisch. Wir schalten den mal an und dann sehen wir uns seine Kontrollen an. Als allererstes muss ich die Quellspur angeben, also die Spur, die meine Musik regeln soll. Bei uns ganz klar, das ist die Sprachspur. Mit dem Duck-Level kann ich den Wert eingeben, mit dem die Spur maximal reduziert wird. Ein guter Wert ist je nach Musik so um die minus 15, 16, auch mal 20. Man muss da ein bisschen ausprobieren. Jetzt hören wir einfach mal rein. Ich bin großer Fan der Leica SL-Serie und auch von der Q3. Neben der Fotografie nutze ich meine Kameras hauptsächlich für meine Video- und Filmproduktionen. Hallo und herzlich willkommen auf... Viel, viel besser. Ein paar Hackler habe ich noch drin in der Musik. Da sehen wir uns jetzt aber gleich mal an, was es hier noch an Reglern gibt. Wir klappen mal Advanced auf und haben dann Look Ahead, Rise Time, Hold und Recovery. Look Ahead guckt nach links sozusagen. Der Wert wird in Millisekunden angegeben. Je größer der Wert, desto früher regelt der Ducker unser Audio-File nach unten. Wir blenden uns zur besseren Visualisierung mal die Effekte ein. Lassen wir mal nochmal laufen. Ich bin großer Fan der Leica SL-Serie und auch von der Q3. Neben der Fotografie nutze ich meine Kameras hauptsächlich für meine Video- und Filmproduktionen. Und hier sehen wir eine grafische Repräsentation der Kurve, wie es rauf und runter geregelt wird. Tasten wir uns mal ran an den Look Ahead. Wir machen den mal ein bisschen größer. Ich möchte, dass früher schon runter geregelt wird. Ich bin großer Fan der Leica SL-Serie. Gefällt mir ganz gut. Vielleicht ein klein bisschen weniger. Dann haben wir den dritten Regler, die sogenannte Rise Time. Der Wert wird auch in Millisekunden angegeben und spezifiziert die Zeit, die der Ducker braucht, um den angegebenen Wert einzustellen. Damit kann ich eine weiche Kurve machen oder einen relativ harten Übergang. Ich bin großer Fan der Leica SL-Serie und auch von der Q3. Dann haben wir den Parameter Hold. Ich vergrößere mal den Abstand zwischen den beiden Audio-Files. Und auch von der Q3. Neben der Fotografie... Und jetzt hören wir, dass kurz hochgeregelt wird. Das gefällt uns in dem Fall natürlich nicht. Also kann ich den Hold-Wert verlängern. Von der Q3. Neben der Fotografie nutze ich meine Kameras hauptsächlich für meine Video- und Filmproduktionen. Und jetzt regelt er langsam wieder hoch. Und schließlich noch Recovery. Das ist der Wert, den der Ducker braucht, um wieder auf Null zu kommen, sozusagen. Also den könnte ich jetzt mal auf Null stellen. Das hauptsächlich für meine Video- und Filmproduktionen. Dann habe ich quasi einen harten Schnitt. Oder ich mache eine schöne Übergangskurve. Filmproduktionen. Mit Hilfe dieser Parameter kann ich jetzt meinen Mix vollautomatisch gestalten.
Und die grafische Darstellung hilft einem sehr gut weiter. Hören wir mal das Endergebnis an. Ich bin großer Fan der Leica SL-Serie und auch von der Q3. Neben der Fotografie nutze ich meine Kameras hauptsächlich für meine Video- und Filmproduktionen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Leica SL-Serie und auch die Q3 bieten die Möglichkeit, mit L-Log zu arbeiten im 10-Bit-Format. Das war auch schon alles, was ihr über den Dakar wissen müsst. Spielt einfach ein bisschen mit den Reglern und ihr schafft in kurzer Zeit einen vollautomatischen Musikmix in der Edit-Page. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like, eine Weiterempfehlung und natürlich ein Abo. Hier auf meinem Kanal gibt es noch eine Menge weiterer Videos. Und wenn du Lust auf noch mehr bekommen hast, schau gerne mal bei arctis.de vorbei. Dort gibt es meine Kurse jetzt auch einzeln zu kaufen. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Bis bald, wir sehen uns.